Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Richtig versichert. Die Deutschen versichern sich überdurchschnittlich hoch gegen mögliche Risiken. Wir sagen Ihnen, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen und auf welche Details Sie achten sollten. Und gut versorgt. Wenn wir Strom nutzen, hat das Auswirkungen auf ganz Europa. Damit die Energieversorgung jederzeit gesichert ist, muss ein komplexes System bewältigt werden. Eine Versicherung kommt schnell und unkompliziert für alle Schäden auf. So heißt es zumindest immer in der Werbung. Versicherungen gibt es heute wie Sand am Meer und man hat den Eindruck, man kann sich wirklich gegen alles im Leben versichern. Doch ist das wirklich notwendig? Wir sprechen hier heute bei Bauen und Wohnen mit einem Experten darüber, welche Versicherungen Sie unbedingt haben sollten, auf welche Details es zu achten gilt. Und wir sagen Ihnen auch, welche Versicherungen dazu da sind, damit Ihr Finanz- oder auch Versicherungsberater ein bisschen reicher wird. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Auf der Elektronikmesse IFA werden jedes Jahr die Neuheiten vorgestellt, auch aus dem Bereich der weißen Ware, das heißt Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen und so weiter. Die Geräte werden nicht nur immer bunter, sondern auch immer innovativer und das kommt vor allem behinderten und älteren Menschen zugute. Wer heute eine Waschmaschine kauft, der will und kann damit mehr als nur waschen. Bügeln, zusammenlegen, wegräumen. Zukunftsmusik? Nein. Zumindest Bügeln ist für moderne Waschmaschinen heute schon kein Problem mehr. Mittels eines Dampfgenerators kann der Innenraum der Waschtrommel komplett eingedampft werden und erspart so das lästige Bügeln. Das bringt Ihnen den Vorteil, wenn die nasse Wäsche am Ende des Waschprogramms komplett eingedampft wird und Sie sie wirklich am Waschvorgangsende gleich herausnehmen und nur noch einmal aufhängen, dann kommen die Hemden so raus, wie Sie das hier jetzt sehen. Das ist ungebügelt, das wird gewaschen, komplett eingedampft, rausgenommen, aufgehängt, über Nacht hängen bleiben und am nächsten Tag können Sie es anziehen. Schön und gut. Was aber, wenn ich am Ende des Waschvorgangs nicht da bin und die Wäsche nicht sofort aufhängen kann? Auch dafür bietet die Technik eine Lösung und die heißt Smartphone. Haushaltsgeräte können heute komplett vernetzt werden. Wenn Sie die Waschmaschine in Ihr WLAN-System einloggen im Haus, kriegen Sie ein Signal auf Ihr Handy, dann wissen Sie, das Gerät ist fertig und dann können Sie wirklich zeitnah hinlaufen, das Produkt rausnehmen und können es aufhängen. Und dadurch ersparen Sie sich einfach unglaublich Zeit und die können Sie viel besser für was anderes verwenden, wie für Bügel, also Sie haben viel Spaß dran. Die Funktionen der Geräte sind heute viel umfangreicher als früher. Knöpfe und Schalter reichen da nicht mehr aus. Moderne Geräte vermitteln mehr Informationen und sind benutzergeführt. Das funktioniert nur noch über Touchscreens. Praktisch für Sehende, für Blinde und Sehbehinderte ist der technische Fortschritt aber oft ein Problem. Doch auch hier denkt der Markt weiter. Neben sich farblich abhebenden Displays für schwächer Sehende gibt es weitere Lösungen für Blinde. Es gibt nach wie vor Blindenfolien, die Sie auf Geräte aufkleben können nachher dann. Gerade bei Herde gibt es das, das gibt es auch bei Waschmaschinen. Der Zukunftsschritt wird sicherlich derjenige sein, dass das Gerät irgendwann von Ihnen ansprechbar wird und das kann Ihnen dann per Antwort wieder eine Reaktion drauf liefern. Das wird mit Sicherheit kommen. Das ist, was wir jetzt haben, ist nur ein Zwischenschritt. Das ist mit Sicherheit so. Wie jetzt sprechende Haushaltsgeräte? Was sich anhört wie aus einem Science-Fiction-Film, ist heute schon Realität. Bereits seit einigen Jahren gibt es Kühlschränke mit eingebauten Kameras, die unserem Smartphone vermitteln, was zuletzt im Kühlschrank war. Jetzt gehen die Hersteller noch einen Schritt weiter. Das heißt, die Lösung wird dann schon so aussehen, Sie können den Kühlschrank wirklich ansprechen. Hallo Kühli. Was ist da heute drin oder was läuft demnächst ab? Und der kann Ihnen ganz genau sagen, was da drin ist. Das kann er visualisieren oder er kann es Ihnen vorlesen machen. Und dadurch kann er Ihnen natürlich sogar Einkaufsvorschläge abbilden, was Sie in letzter Zeit gekauft haben, was da noch drin ist oder er kann Ihnen sagen, was Sie kochen wollen nachher. Diese Dinge werden nächstes Jahr alles anlaufen. Das wird kommen. Als vor einigen Jahren die ersten Smartphones auf den Markt kamen, konnte sich schließlich auch niemand so wirklich vorstellen, was diese Technologie alles kann. Heute sind Smartphones Standard. Warum also nicht auch sprechende Kühlschränke? Man kann es technische Spielerei nennen. Am Ende sollen die modernen Geräte vor allem eins,
uns Zeit schenken. Und die können wir sicher alle für Schöneres als Bügeln nutzen. Wenn es darum geht, unser Zuhause so gemütlich und schön wie möglich zu machen, sind wir alle kreativ. Entweder Dekoration, Farbe an den Wänden oder auch Vorhänge. Was wir meistens vergessen, sind die Decken. Und die kann man jetzt auch mit sogenannten Spanndecken richtig individuell und farbenfroh gestalten. Lackdecken lassen Räume größer wirken. Schwarz erzeugt einen Spiegeleffekt. Weiß bringt Eleganz und Samt reduziert den Hall im Raum und sorgt für ein warmes Klima. Spanndecken gibt es in 180 Designs und sie werden immer mehr zum Trend. Vor allem in Bädern werden sie verbaut. Nicht zuletzt, weil sie pflegeleicht sind. Wenn Wasserdampf drin ist, der schwebt wie unsichtbar unter dieser Decke entlang, sprich diese Decke kriegt keine Feuchtigkeit ab, sie kriegt keinen Staub ab und sie brauchen die nie putzen. Außer sie zeigen ihren Bekannten immer mit ihrem Finger, tapsen oben drauf rum, sehen sie das Spanndecke. Dann gibt es einen normalen Glasreiniger, wo ich sie putzen kann, aber auch sonst von der normalen Baddecke müssen sie alle 10 Jahre streichen. Diese Spanndecke, die werden sie in 20 Jahren einmal putzen. So lange hat sie auch Garantie. Lediglich spitze Gegenstände verträgt eine Spanndecke nicht. Voraussetzung für eine perfekte Decke ist das Lichtkonzept, welches dahinter steckt. Das muss in jedem Fall vor der Anbringung festgelegt werden. Dann kann am Ende alles an der Kunststoffdecke hängen. Die Anbringung einer Spanndecke erfordert nur einen Tag Aufwand. Für die Kunden toll, für die Monteure allerdings eine schweißtreibende Arbeit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei rund 70 Grad Raumtemperatur wird die Decke eingespannt. Das Material hier oben ist 10 cm kleiner wie der ganze Raum. Durch die Wärme wird das dehnbar, damit dehnen wir das auf unsere Halteschienen, haken das dann an der Seite ein und dadurch, dass die Decke dann wieder abkühlt, spannt die sich automatisch. Und sieht dann so aus. Für eine Raumgröße von 8 Quadratmetern muss man mit Kosten zwischen 700 und 1000 Euro rechnen, je nach Material. Das ist zwar teurer, als die Decke zu verputzen, dafür kann ich meinen Raum mit wenig Aufwand jederzeit neu gestalten. Ich kann die Decke, wenn drüber mal ein Wasserschaden ist oder sonst was über der Decke, wird die Decke ausgehangen. Das ist in einer halben Stunde passiert, dann kann drüber alle Arbeiten erledigt werden, dann wird die Decke wieder eingehangen. In diesen Arbeitsdruck kann man auch hingehen, neue Beleuchtungen setzen oder Befestigung für irgendwelche andere Sachen. Also man kann die Decke jederzeit austauschen, wenn ich sage, die Farbe ist nach 2 Jahren, ich kann es nicht mehr sehen, wird die Decke selber ausgetauscht. Das ist auch gar nicht so teuer, weil die Decke selber liegt bei knapp 150 Euro. Dann habe ich die in der Größe ausgetauscht und habe eine neue Farbe drin. Und wie anfangs schon erwähnt, die Auswahl ist riesig. Wie viele Versicherungen haben Sie? Sind Sie über- oder unterversichert? Haben Sie die richtigen Versicherungen oder wurde Ihnen nur gesagt, dass Sie die richtigen Versicherungen haben? All das klären wir nach einer kurzen Pause mit einem Experten hier bei uns im Studio. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Gut versichert ist halb gewonnen. So oder so ähnlich lautet ein alter Spruch. Und glaubt man einer Studie, sind die Deutschen im Vergleich zu unseren europäischen Mitbürgern am besten versichert. Doch es darf die Frage erlaubt sein, ob wir uns in vielen Fällen überversichern und eher die Versicherungsunternehmen als uns selbst gegen Schäden versichern. Die meisten Menschen neigen zum Sicherheitsdenken. So scheint es zumindest, wenn man den Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft glaubt. Demnach sichern sich die Deutschen im europäischen Vergleich überdurchschnittlich gegen mögliche Risiken ab. Im Jahr 2015 wurden knapp 2.400 Euro pro Kopf für Versicherungen gezahlt. Der Durchschnitt lag bei etwa 2.000 Euro. Entsprechend hoch dürfte also die Zahl der Versicherungen sein, die viele Deutsche abgeschlossen haben. Die Krankenversicherung und die private Haftpflichtversicherung sind für jeden Verbraucher ein Muss. Doch wie sieht es mit dem Rest aus? Welche Versicherungen brauche ich wirklich und welche nicht? Die Gefahr im Versicherungsdschungel: viele Menschen versichern sich falsch. Dann sind wichtige Risiken oftmals nicht abgedeckt,
andere völlig überversichert. Es lohnt sich also, einmal genau zu prüfen, welche Policen man eigentlich besitzt. Und dann am besten mit einem Experten. Vielleicht nicht alles Mögliche, aber alles Nötige abzusichern. Und im Studio begrüße ich Nicolas Diebold von der Sparkassenversicherung. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Jetzt haben wir gehört, die Deutschen versichern sich mit rund 2.400 Euro pro Kopf. Ist das viel? Ich denke nicht, dass es viel ist, 2.400 Euro. Ich denke insbesondere dann, wenn man sich als Beispiel eine vierköpfige Familie anschaut, dann sind 2.400 Euro pro Jahr eine Größenordnung, die auf jeden Fall notwendig ist, um den sinnvollen Versicherungsschutz aufzubauen. Die anderen in Europa haben weniger, ungefähr 2.000 Euro. Sind die jetzt schlechter versichert oder sehen die einfach das Leben lockerer und sagen, da wird schon nichts passieren? Ich denke, das Zweite kommt hier zum Tragen. Also die Menschen sehen es ein Stück weit lockerer, haben eine andere Lebenseinstellung, das darin mündet, dass man das, den ein oder anderen Versicherungsschutz unter Umständen sich spart und sagt, naja, brauche ich jetzt im Moment nicht. Nichtsdestotrotz, das Thema Sicherheit ist ein Grundbedürfnis für viele Deutschen. Insofern denke ich ja mal, dass das der Unterschied ausmacht, warum eben in Deutschland viel mehr Versicherungen existieren. Sie sprechen das Thema Sicherheit an. Welches sind die einschneidendsten Erlebnisse im Leben, wann ich unbedingt meinen Versicherungsschutz wieder überprüfen sollte? Ich denke, hier sind die Veränderungen zu nennen wie eine Heirat, eine Scheidung beispielsweise oder jemand bekommt Nachwuchs, ein Kind oder eine Immobilienfinanzierung, die ansteht oder jemand tritt ins Berufsleben ein, weil er vorher eben Student oder Schüler war oder auch jemand verlässt das Berufsleben, indem er Rentner wird. Das sind einschneidende Veränderungen und spätestens dann sollte man den Versicherungsschutz überprüfen. Jetzt hört man immer wieder, wir sind unterversichert oder auch ganz oft überversichert. Was bedeutet eigentlich, wann bin ich unterversichert und wann bin ich überversichert? Ganz einfaches Beispiel, also wann bin ich überversichert? Also ich bin beispielsweise überversichert, wenn ich Single bin, habe aber in der Privathaftpflicht einen Familientarif abgeschlossen. Mhm. Überhaupt nicht notwendig. Klingt logisch, ja. Oder beispielsweise jemand hat eine Hundehalterhaftpflicht noch und hat aber gar keinen Hund mehr, bezahlt aber noch Geld für die Versicherung. Typischerweise überversichert. Ja. Und unterversichert kann man an für sich grundsätzlich immer sagen, wenn jemand eine Privathaftpflichtversicherung hat, die vielleicht 10 Jahre alt ist, dann hat er oft sehr häufig zu niedrige Deckungssummen, die oftmals nur 1 Million Euro betragen. Und da sagen alle Experten, aber auch die Verbraucherschützer, das ist unterversichert. Gibt es auch so Pi mal Daumen Wert, wo ich sage, wenn ich im Monat ungefähr 300 Euro für Versicherungen ausgebe, dann bin ich so auf dem richtigen Weg? Ich würde das nicht am Geldbetrag festmachen, sondern wirklich an der tatsächlichen Lebenssituation des Kunden. Pauschal zu sagen, 300 Euro ist viel oder ist wenig, kann man an der Stelle nicht sagen, sondern man muss wirklich die persönliche Situation anschauen und sagen, was benötigt er, was ist notwendig und dann ergibt sich eben ein Paket. Jetzt hatten wir in diesem Jahr auch wahnsinnig viele Unwetter und es kommt immer das Wort Elementarversicherung dazu. Was ist das genau und warum sollte ich sie haben? Ja, die Elementarschadenversicherung, eine sehr, sehr wichtige Versicherung. Das haben wir in jüngster Vergangenheit sehr deutlich gesehen. Als Beispiel in der Region Heidenheim bis nach Ravensburg hat allein unser Unternehmen, die SV Sparkassenversicherung, einen Gesamtschadenaufkommen von in etwa 20 Millionen. Und das ergibt sich aus dem Thema Überschwemmung durch Starkregen. Und dieses Phänomen nimmt sehr stark zu, insbesondere in den letzten Jahren. Was ist jetzt, wenn das Dach kaputt ist und innen drin geht auch alles kaputt, wie Küche, Wohnzimmer und so weiter. Wie kann ich mich da versichern? Also die Gebäudebestandteile sind natürlich über die Gebäudeversicherung gedeckt. Das wäre jetzt beispielsweise das Dach oder auch das Mauerwerk. Ja. Und das Inventar ist typischerweise über die Hausratversicherung abzudecken und abzusichern. Dafür brauche ich dann eben eine Hausratversicherung für das Inventar. Man hat in letzter Zeit immer wieder gehört, grobe Fahrlässigkeit. Ja. Früher war es gar nicht versichert. Die alten Verträge haben es auch nicht, die neuen haben es. Was ist die grobe Fahrlässigkeit und warum sollte ich unbedingt darauf achten, dass das im Vertrag beinhaltet ist? Ja, die grobe Fahrlässigkeit ist eine Zusatzdeckung, die im Bereich der Gebäudeversicherung und im Bereich der Hausratversicherung enthalten sein kann. In den neuen Tarifen ist es an und für sich immer mit dabei. Das bedeutet beispielsweise, wenn jemand ein Bügeleisen brennen lässt oder anlässt, das Haus verlässt und es entsteht dann ein Brand, kann das Versicherungsunternehmen sagen, naja, da ist eine entsprechende Mithaftung vorhanden, eben durch das Anlassen von dem Bügeleisen und den Schaden entsprechend kürzen, also die Schadenzahlung entsprechend kürzen. Habe ich diesen Passus grobe Fahrlässigkeit mitversichert,
passiert mir das nicht und ich bin zu 100% abgesichert. Also sollte man unbedingt darauf achten, dass unbedingt. Das dabei ist. Denn jetzt habe ich große Anschaffungen, zum Beispiel teure Möbel oder eine Musikanlage. Wie versichere ich solche Gegenstände richtig? Also prinzipiell sind teure Möbel und eine Musikanlage Gegenstände des Hausrates. Das heißt also auch in der Hausratversicherung mit versichert. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie teuer sind die Dinge tatsächlich. Also es gibt ja bei Musikanlagen von bis, es gibt eine Musikanlage von 1.000 Euro oder es gibt natürlich auch was ganz, ganz Exklusives, das vielleicht 50 oder 100.000 Euro kostet. Wenn man natürlich über solche Werte redet, sollte man unbedingt mit dem Versicherungsunternehmen in Kontakt treten, um sicherstellen, dass dann eben diese Gegenstände auch im Rahmen der Hausratversicherung abgesichert. Jetzt gehen wir davon aus, der Schadensfall ist eingetreten. Ja. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Also unbedingt sofort zum Versicherungsunternehmen Kontakt aufnehmen und den Schaden dort melden. Das ist das Wichtigste überhaupt. Im zweiten Schritt auf jeden Fall Beweise sichern. Und Beweise sichert man am besten, indem man Fotos macht von den Dingen, die eben beschädigt sind. Und natürlich schaut, dass der Schaden so gering wie möglich ausfällt. Also Schadenminderungspflicht auf gut Deutsch. Was man nicht machen sollte, ist ohne Rücksprache mit Versicherungsunternehmen direkt versuchen, gleich den Schaden zu beseitigen, alles zu entsorgen. Das ist notwendig, dass man da vorher mit dem Versicherungsunternehmen spricht, um sich da einfach rückversichert, dass man dann so vorgehen kann. Also die Ruhe bewahren im Endeffekt. Die Ruhe bewahren und mit dem Versicherungsunternehmen Kontakt treten. Jetzt haben wir wieder über so viele Versicherungen gesprochen. Welches sind die wichtigsten, die ich unbedingt haben sollte? Die wichtigsten Versicherungen sind natürlich zum einen die Privathaftpflichtversicherung und für denjenigen, der berufstätig ist, unbedingt auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Hausbesitzer sollte unbedingt auch eine Wohngebäudeversicherung und eine Hausratversicherung haben und natürlich jemand, der Auto fährt, benötigt ja natürlich auf jeden Fall eine Kfz-Versicherung. Und für eine Familie, für einen Familienvater oder für eine Familie insgesamt, für den Versorger, der sollte auf jeden Fall auch einen entsprechenden Todesfallversicherungsschutz abschließen. Herr Diebold, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Also was habe ich gelernt? Unbedingt regelmäßig gucken, ob ich die richtigen Versicherungen habe. Unbedingt schauen, dass ich die grobe Fahrlässigkeit mit versichert habe. Und dann kann schon gar nicht so viel schiefgehen. Habe ich das richtig verstanden? Absolut, so ist es. Also vielen herzlichen Dank. Liebe Gerne. Zuschauer, nach einer kurzen Pause geht es bei uns gleich weiter und dann zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Druck zu Hause auf den Lichtschalter das gesamte europäische Stromnetz beeinflussen können. Natürlich im Positiven. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Für uns ist es ganz normal, dass das Licht angeht, wenn wir auf den Lichtschalter drücken. Wie wichtig Strom heute für uns ist, merken wir erst, wenn der Strom einmal weg ist. Es geht eigentlich überhaupt nichts mehr. Was den meisten von uns aber überhaupt nicht bewusst ist, wenn wir zum Beispiel hier die Lampen für die Aufzeichnung anschalten oder wenn Sie zu Hause den Fernseher einschalten, um Bauen und Wohnen zu schauen, dann hat genau dieser Impuls Auswirkungen auf das gesamte europäische Stromnetz. Eine verlässliche Energieversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor, der garantiert, dass die lebenswichtige Infrastruktur und das Gemeinwesen aufrechterhalten werden. Um das komplexe System der Stromversorgung auch europaweit zu bewältigen und die Verfügbarkeit elektrischer Energie zu sichern, haben sich die Länder zum europäischen Verbundnetz zusammengeschlossen. Im europäischen Stromnetz läuft Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Liegt der Wert beispielsweise darüber, erzeugen Kraftwerke zu viel Strom bzw. verbrauchen die Abnehmer zu wenig Strom. Um die Netzfrequenz stabil zu halten, muss permanent genau so viel Strom erzeugt werden, wie in ganz Europa verbraucht wird. Damit das auch wirklich funktioniert, muss auf die Viertelstunde genau prognostiziert werden, wie viel Strom jederzeit verbraucht wird. Da dies aber nicht immer exakt berechnet werden kann, müssen schnell regelbare Kraftwerke schnell eingreifen, sobald sich zu viel oder zu wenig Strom im Netz befindet. Dies geschieht über sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Ist zu viel Strom im Netz, werden die Pumpen der Kraftwerke eingeschaltet und das Wasser in die Stauseen hinaufgepumpt. Ist zu wenig
Strom im Kreislauf werden die Schleusen in den Stauseen geöffnet, Wasser abgelassen und mittels der Turbinen Strom erzeugt. In Vorarlberg ist man so in der Lage, Schwankungen, die aus der wetterabhängigen Produktion von Sonnen- oder Windenergie entstehen, abzudecken. Die Pumpspeicherkraftwerke tragen somit zur Sicherung der europäischen Energieversorgung bei. Damit diese Art von Spitzen- und Regelenergie auch transportiert werden kann, dürfen die Stromnetze nie voll ausgelastet sein. So können sie bei Bedarf die nötige zusätzliche Energie auch liefern. Vor allem die Energiewende bringt neue Herausforderungen für das Stromnetz. Während die Atomkraftwerke nach und nach abgeschaltet werden, kommen neue große Erzeugungskapazitäten in Form von Windkraftwerken im Norden Deutschlands dazu. Der Strom wird aber vor allem im Süden Deutschlands verbraucht und muss dorthin transportiert werden. Der Ausbau der Stromnetze ist daher eine der maßgeblichen Herausforderungen für das europäische Verbundnetz in den nächsten Jahren. Schon interessant, dass ganz Europa eigentlich am gleichen Stromkabel hängt. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wenn Sie jetzt zu Hause Ihre Versicherung überprüfen, achten Sie bitte darauf, dass unbedingt die grobe Fahrlässigkeit bei Ihnen enthalten ist. Außerdem denke ich, dass auch Sie Versicherungen haben, die Sie vielleicht gar nicht mehr brauchen. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Mediamarkt Elektronik-Tipp. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder, dann mit diesen Themen. Heizen mit Holz. Mit einer Pelletheizung lassen sich die Heizkosten deutlich senken. Wir haben einen Besitzer besucht, der von Gas auf Pellets umgestiegen ist und wir zeigen Ihnen, was man bei der Lagerung der Pellets beachten muss. Und Akkuwerkzeug für zu Hause. Einen Akkuschrauber hatte jeder Hobbyhandwerker bestimmt schon mal in der Hand. Aber es gibt noch viel mehr Geräte, die mit Akkutechnik funktionieren. Ohne lästiges Kabel, mit immer demselben Akku. Welche das alles sind, das sehen Sie in Bauen und Wohnen am Montag, 17. Oktober um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Der Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Egal ob eine wilde Verfolgungsjagd durch die Straßen der Welt oder gefangen in einem Käfig in den Tiefen des Ozeans, angegriffen von blutrünstigen Haifischen. Zum Glück sind das nur virtuelle Welten und doch erscheinen sie richtig real. Das liegt an der neuen Virtual Reality Brille von Sony. In den Spielen fühlt man sich wie in einer realen Welt. Man braucht zwingend die PlayStation 4. Es geht sowohl mit dem alten Modell als auch mit dem neuen, was im Oktober erscheinen wird. Besser wäre es, wenn man die neue sich holen würde, einfach aus dem Grund, weil die ein klein bisschen mehr rausholen kann. Das, was die Brille kann, kann die neue PlayStation einfach besser umsetzen. Dann braucht man einen Fernseher, wo das Ganze übertragen wird. Wie gesagt, die Brille und auch entsprechende Controller. Das Prinzip funktioniert so. Über einen Monitor oder Fernseher wird das Spiel wiedergegeben. Dass eine Körperbewegung wahrgenommen wird, braucht es eine kleine Kamera. Sogenannte LED-Trackings an der Brille erfassen so die Bewegungen. Und dieses Körpergefühl sorgt dafür, als ob man in eine reale Welt eintauchen würde. Bewegen und steuern kann man alles mit sogenannten Move-Controllern. Unsere Expertin testet ein Spiel. Und wie fühlt es sich jetzt genau an, vorübergehend in einer virtuellen Welt zu leben? Ja, das ist total abgefahren. Es ist ein ganz anderes Spielerlebnis, direkt mitten im Spiel zu sein. Das ist es halt, dass man mittendrin ist. Und je nach Spiel gibt es Angstzustände oder halt auch Spaß, Freude, was auch immer. An den Spielen kann man aktiv teilnehmen oder sich in bestimmte Szenen auch einfach nur umschauen. Freigegeben ist die Brille ab 12 Jahren. Bei den Spielen kann es allerdings variieren. Erwerben kann man die Brille ab 13. Oktober zu einem Preis von rund 400 Euro.